Was? Ja, ich kann klopfen. Mega. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Hereinspaziert. Ja, ich bleib besser hier so, dann kann man besser echt? So das besehen. Licht ist gut, ja. Okay. Ja, Leute, heute gibt es endlich unsere Haustour. Ich glaube, darauf haben wir euch schon lange warten lassen, genau. Und wir haben uns jetzt gedacht, komm, das Wetter ist heute schön, das Haus ist ausnahmsweise mal aufgeräumt. Wir drehen eine Haustour für euch. Ja, wir stehen jetzt gerade hier in unserem Eingangsbereich. Warte, ich guck mal, ob ich so... Oh ja, das geht. Ist okay, gut? Ja, kann man ich sehen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wie ich starten soll. Hau doch mal ein paar Grunddaten raus. Ein paar Grunddaten. So macht man das doch. Okay, also, wir haben eine Wohnfläche von ungefähr 500 Quadratmetern, aufgeteilt auf 3 Etagen plus Keller, der kommt noch dazu. Und einen Außennutzbereich, sprich Garten und Terrassen und Balkonflächen, auch nochmal von ungefähr 500 Quadratmetern. Was für ihn, was kann man auch Schlafzimmer, sehen? War das? Wir haben 4 Schlafzimmer. Richtiger Profi. 4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer und... Wir starten mal ins Video, würde ich sagen. Ja, würde ich auch behaupten. Genau, also wie gesagt, das ist unser kleiner Eingangsbereich. Wir haben jetzt nicht so einen riesengroßen Flur, sondern... Ach, übrigens den Spiegel, den haben wir nachträglich auch noch einbauen lassen. Ich finde den so geil. Stimmt, hier war einfach nichts und genau, das gibt echt nochmal so ein geiles Gefühl. Ja, das, ne? Macht so diesen Raum irgendwie auch viel größer und cooler. Hier hat man eine schöne Bank. So, jetzt könnt ihr gerne einmal hier rumkommen. Ich habe eine neue Sache, die ich erzählen kann. Und zwar seht ihr hier überall diese Einbauschränke hier und auch da. Wenn Zeig doch mal, wie ordentlich du deine Schuhe da drin... Nee, das zeige ich mir einfach mal nicht. Okay. Auf jeden Fall haben wir über 40 Meter Einbauschränke in diesem Haus. Und teilweise, also ich weiß nicht, natürlich, wenn man jetzt weiß, dass ein Einbauschränke sieht man das auch. Aber es ist halt so schlicht und wir brauchten so wenig Möbel nur, als wir hier eingezogen sind. Also... Das feiere ich, glaube ich, mit am meisten an diesem Haus. So, ich glaube, die Ecke habt ihr auch schon aufgesehen. Warte, ich mach mal. Ja, sehr gut. Sollen wir mit dem Raum starten? Geil. Okay, dann starten wir mit der Toilette. Starten mit der Gästetoilette. Weißt du, was eigentlich schade ist? Hier läuft fast immer Musik. Überall in den Decken sind Lautsprecher verbaut. Ja. Aber das können wir dank der lieben GEMA jetzt natürlich nicht präsentieren. Ja. Ja, das ist unser Gäste-WC mit Waschbecken. Warte, nicht so schnell. Ich muss erst WC. Mhm. Ja, wir filmen im Handy. Kamera ist kaputt. Das hier ist unser Freund, der steht immer hier und begrüßt unsere Gäste. Das ist ein ganz netter Typ. Ja. So, jetzt machen wir das wieder zu. Dann haben wir hier noch einen Flurbereich. Wie gesagt, hier wieder diese Einbauschränke. Da können wir gleich nochmal langlaufen, weil da geht es runter, die Treppe. Generell ist das ganze Haus so sehr clean aufgebaut, würde ich sagen. Alle Etagen sind ungefähr gleich von der Gliederung. Und diesen Beton werdet ihr auch überall wiederfinden. Also der Architekt, der das gemacht hat. Mochte Beton. Mochte Beton. Ja, werdet ihr gleich oft noch wiederfinden, diesen Style. Oh, guck mal, da haben wir Beton. Ja, da ist der nächste Beton. Genau, dann kommen wir hier in unseren offenen Küche-, Ess- und Wohnbereich. Warte. Bam. Ja, so ist die Qualität halt echt für den Arsch, wenn ich so zurückzoome. Ja, ne? Aber einfach nur um kurzen Überblick. Ja, kurzer Überblick, ne? Habt ihr gesehen und ja, jetzt bam. Ist die Frage, was wir jetzt erstmal. Vielleicht drehst du dich einmal so und dann zeigen wir kurz die Küche. Wir könnten auch mit unserer Schrottschale beginnen. Oh ja. Habt ihr auch so einen Platz, wo einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße drin ist? Mega das Licht. Ja? Mega. Ich sehe übrigens gerade, dass der Tisch nicht gerade unter der Lampe steht. Das werden wir gleich... Hätte niemand gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, also das ist unser Esstisch. Ich wollte unbedingt einen riesengroßen Esstisch haben. Hier stehen jetzt 8 Stühle. Wir haben auch noch 2 Ersatzstühle. Und wenn die ganze Family dann zusammenkommt, dann passen auch hier 10 Leute dran. Und das finde ich einfach mega schön. Ich liebe es, wenn viele Leute zu Besuch sind, auch wenn das jetzt gerade leider nicht möglich ist, ja, aus aktuellen Gründen. Und dann haben wir jetzt hier aktuell noch dieses Laufstellchen. Eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr unbedingt. Wir haben das damals hier hergestellt, als der Leo angefangen hat zu krabbeln und sich überall hochzuziehen, dass wir halt einen Platz haben, wo er sich nicht verletzen kann und wo er spielen kann. Kind 2 hat ja bald auch Lust damit zu spielen. Ja, also ich denke mal, das wird noch so ein gutes Jahr hier stehen und dann kommt das auch wieder weg. Nice. Ne? Ja. Genau. Das Bild kennt ihr ja auch. Die Meinungen spalten sich. Ja. Wir haben jetzt Klimaanlagen anbauen lassen, weil es hier im Sommer letzten Jahres so heiß war, dass man es kaum ausgehalten hat. Darum sind wir jetzt ausgestattet mit Klimaanlagen. Es kann jetzt heiß werden. Generell, was das Thema Bilder angeht, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, weil entweder finden wir noch nicht das Richtige, wir stehen da eher so auf was Außergewöhnlicheres und nicht so auf so... Posterbilder, sage ich jetzt mal. Und was ganz, die ganzen persönlichen Fotos und Bilder angeht, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten wegen den Videos und ja. Privatsphäre, pipapo, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Genau, wo so. Geht's jetzt weiter? Ja, dann sieht man ja die ganze Zeit im Hintergrund schon die Küche, die
offen. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viel sagen. Die habt ihr ja auch echt schon in sehr vielen Videos gesehen. Bam! Ja, das hier ist übrigens ein Dampfgarer. Das ist eine Kaffeemaschine. Und hier unten, das ist auch geil. Das muss ich noch zeigen. Ach ja, und hier sind noch so Tellerwärmer unten drunter. Das ist auch richtig cool. Sonst auch wieder komplett eingebaut. Einbauschränke hier in der Küche. Und hier ist sehr viel Stauraum. Wie man sieht, die ganze Fläche hinter mir und hier unter der Arbeitsplatte ist auch alles voll mit. Soll ich mal rüberkommen? Weil sonst. Ja, gerne machen. Ich will nicht, dass die Leute schreiben, boah, filmt der Scheiße. Tada. Ach so, übrigens, wir haben natürlich auch Kühlschränke. Und zwar befinden die sich hier. Optimalerweise Getränke und Essen. Genau. Aber das mischt sich irgendwie immer. Wenn wir das dann mal richtig sortiert haben. Und hier unten drunter sind dann unsere Eisfächer. Wir haben hier noch eine Anrichteküche, nennt sich das, glaube ich, ne? Mhm. Und zwar ist es ein langer, schmaler Raum, wo wir auch nochmal Küchenschränke haben. Wir haben ein Waschbecken, wir haben hier nochmal eine zweite Spülmaschine, die sehr praktisch ist, wenn man zu viel hat. Die wird auch wirklich sehr oft benutzt, muss man sagen. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, aber wir nutzen diesen Raum sehr oft eigentlich. Das hier ist unsere wunderschöne Bierzapfanlage. Hier unten drunter kann man dann das Fass kühlen. Nur leider mögen Jula und ich kein Bier, deswegen kommt die nicht so oft zum Einsatz. Doch, auf Familienfeiern oder so haben wir ab und zu mal ein Festchen da. Das stimmt. Und das ist unsere, die ist hier nicht eingebaut, die steht einfach hier oben drauf, das ist unsere Sprudelanlage. Den wollte ich dann unbedingt behalten, den haben wir im Kiosk gekauft, ne? Da haben wir mal einen ganzen Kiosk leer gekauft, daher haben wir den. Ja, natürlich. Ja, und hier sind dann nochmal rechts und links ganz viele Einbauschränke. Hier haben wir alles Mögliche gelagert. Ich mache diese Schränke jetzt nicht auf. Und hier haben wir noch einen Backofen. Vielleicht also wir kommen nur zur Info, wir kommen aus diesem Raum hier gerade. Ja, das ist unser Wohnzimmer mit einer großen Couch. Ich würde sagen, die Couch ist sehr klassisch. Ich wollte unbedingt so eine haben und ich liebe die über alles. Den Stoff, den haben wir übrigens auch öfter hier im Haus benutzt. Mhm. Ne? Auch wenn es jetzt voll gegens Licht ist, muss ich einmal aus der Seite filmen. Da sieht nämlich auch sehr schön aus so. Stehen. Und unser Freund Leo reißt einfach aus diesen schönen Büchern immer die Seiten raus. Das macht mich sehr stutzig. Das ist echt scheiße. Dann haben wir hier auf dieser Seite in der Wand eingearbeitet, so eine coole, wo der Fernseher reinpasst. Ja, und jetzt kommen wir hier mal zu der Ecke, wo Julian gerade stand. Und zwar haben wir hier wieder, ja nicht wirklich einen Einbauschrank, aber hier so ein ganz langes Schrankregal. Schrankelement. Hier haben wir wieder unseren Mittelfinger-Zwergfreund. Und Julians Raupen sehe ich gerade stehen hier, ne? Das sind Leos und meine Raupen. Ja, Julian und Leo haben Raupen aufgezogen und die haben sich jetzt alle verpuppt und kleben hier oben dran. Und da werden hoffentlich ganz Ja, und das ist richtig cool, weil der Leo kommt jeden Morgen dahin und guckt, ob schon ein Schmetterling geschlüpft ist. Dann können wir jetzt mal raus in den Garten wandern und vielleicht habt ihr schon gesehen, wir haben überall diese mega großen Fenster bis unter die Decke und die lassen sich mega einfach öffnen. Und dann hat man so einen riesengroßen offenen Raum. Also innen. Das ist echt sehr, sehr schön, auch wenn das gerade gar nicht zur Geltung kommt. Dann kommen wir hier auf unsere Terrassenfläche und unseren Außenbereich. Einmal diese Seite. Da haben wir alles so lounge-mäßig gemacht. Hier halten wir uns eigentlich auch am meisten auf, ne? Mhm. Wenn wir im Garten sind. Und dann haben wir einmal den Tisch da und hier den Baum. Ich liebe den. Dass die Blätter und Äste hier so runterhängen, wenn man dann hier sitzt, macht das so ein gemütliches Feeling, ne? Ach so, und da hinten ist noch unsere Grillecke. Also wenn wir den Grill benutzen, dann schieben wir den meistens so schief in die Ecke. Danke nochmal an unsere Family, die uns den... Ja, den haben wir zu Weihnachten von unserer Familie geschenkt bekommen. Der ist echt so geil. Dann haben wir hier unsere Rasenfläche und drumherum, einmal komplett um unser ganzes Grundstück eigentlich, sind diese kleinen Bäume in dieser Alu. Verkleidung. Ich finde, das gibt so ein ganz cleanes Bild, oder? Ja. Also wir haben jetzt nicht viel Blumen oder sowas hier im Garten, sondern eigentlich sind das unsere Blümchen, ne? Genau. Ja. Was eigentlich richtig schön ist, ist, wenn es dunkel ist, die sind alle einzeln beleuchtet, dann leuchtet jeder Baum. Ja. Und das hat auch nochmal so ein ganz angenehmes Feeling. Das ist echt total gemütlich. Das hier ist quasi unsere Hauptterrasse mit Garten. Und jetzt können wir einmal komplett ums Haus laufen. Und übrigens hier in die Ecke auf den Rasen kommt bald ein so kleiner Spielplatz für den Liebe. Den haben wir jetzt gerade bestellt und der müsste in ein paar Tagen ankommen. Genau, und jetzt können wir hier rumgehen
Und da kommt unser zweiter Bereich. Den Basketballkorb haben wir da hingestellt und hier haben wir auch vor allem letzten Sommer so viel gespielt draußen. Am Anfang haben wir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir nur hier vorne diesen Rasen- und Gartenbereich haben. Aber das ist einfach wirklich super praktisch für die Kinder. Der Leo kann hier toben, spielen, mit seinen Autos rumfahren. So, dann können wir auf jeden Fall einmal hier komplett dran vorbeilaufen und jetzt haben wir hier diese komplette Front von unserem Grundstück auch wieder mit Einbauschränken versehen. Unsere Eingangstür, wo wir eben gestartet haben, wir sind jetzt wirklich komplett einmal ums Haus rumgelaufen und hier sitzen wir auch ganz, ganz oft, weil das hier ist der letzte Bereich am Tag, wo wir noch Sonne haben. Also die wandert quasi einmal so rum und Lee und Emily haben sogar ihre eigene kleine Bank. Sollen wir jetzt noch weiter dahin wandern? Ach so, zur Garage? Dann kommen wir hier die paar Treppenstufen hoch und sind dann vor unserer Garage. Das ist eine Doppelgarage. Aktuell steht hier ein Auto drin. Wir kriegen in der Stimmt Straße doch gar nicht. Ja, stimmt. Zwei Autos. Ja, das stimmt. Wir kriegen aber tatsächlich in ein paar Tagen ein zweites Auto dazu, was einfach ein bisschen familienfreundlicher und größer und praktischer ist mit zwei Kindern. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit Leos Ferrari regeln, ne? Mit Leos Ferrari. Das ist so gut. Mega. Boah, das hat richtig gut geklappt. Okay. So, wir haben euch jetzt eigentlich alles hier unten gezeigt. Und gehen wir als erstes hoch, ne? Ja. Kindersicherung, sehr wichtig. Mega. So, hier ist der Flur aus unserer Bam. Ersten Etage. Und wie ihr seht, genau wie unten sogar an der exakt gleichen Stelle haben wir wieder ganz viele Einbauschränke. Das ist der schönste Schrank aus dem ganzen Haus. Das ist unser Duschschrank. Mega. Ja. Geil, ne? Genau, jetzt können wir hier einmal langlaufen und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Raum, der hier in der Ecke ist. Und zwar ist das das Kinderbadezimmer. Wir haben hier jetzt die Vorhänge einfach mal zugezogen. Das ist das Badezimmer. Im Moment noch nicht so dolle in Gebrauch, da der Liebe sich natürlich jetzt noch nicht selber fertig macht und meistens machen wir das dann alles bei uns im großen Badezimmer. Bada bing, bada bang. Ja. Super. Dusche. Alles klar, Badewanne, Dusche, Waschbecken, Klo. Da sind wir aber froh. Ja, allerdings. Und dann kommen wir hier, zack, kann man hier so rumgehen. Ja, und dann hier ist so das nämlich der zweite Flurbereich. Hier sind jetzt die beiden Kinderzimmer. Dazu haben wir auch jeweils eine eigene Roomtour gedreht. Die kann ich euch auch gerne mal in der Infobox verlinken. Weil eigentlich kann man hier zuziehen. Und dann ist das quasi der Elternbereich. Hier ist Lies Zimmer. Tada! Das haben wir ganz, ganz neu eingerichtet. So ist das Licht, glaube ich, besser. Ja, voll. Genau, also ich weiß gar nicht, was ich detailliert jetzt dazu sagen soll. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen alles zeigen. Der Leo hat jetzt hier sein neues großes Bett auf jeden Fall schon stehen, wo er sogar aktuell schon seinen Mittagsschlaf drin macht. Wir versuchen ihn gerade so ein bisschen dran zu gewöhnen. Das Zelt hier finde ich auch sehr süß. Ja, das Zelt, er hat sein Bällebad. Und ach so, in dem Bettkasten findet man auch immer, wenn man irgendwas sucht, muss man eigentlich immer nur in diesen Bettkasten gucken. Da versteckt er gerne Dinge. Das finde ich auch voll cool, dass die Kinderzimmer halt genau gegenüber sind. Dann kommen wir nämlich jetzt hier in Emilys Kinderzimmer. War wahrscheinlich jetzt auch wieder blöd mit dem Licht, ne? Ja, es geht. Ja, wir haben hier aktuell noch die Wickelkommode, die wir für beide nutzen. Einen Kleiderschrank. Und auf der anderen Seite haben wir das Babybettchen, wo der Leo, wie gesagt, aktuell noch seinen Nachtschlaf drin macht und hoffentlich wandert er bald rüber und dann kann Emmy hier rein. Wenn ihr mehr zu den Kinderzimmern wissen wollt, ganz detailliert, haben wir auch mal die Schränke geöffnet und so, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne die eigenen Zimmertouren mal angucken. Ist in der Infobox alles verlinkt. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Und das ist jetzt, wie gesagt, unser Bereich, ne? Mhm. Und dann haben wir hier erstmal unseren Ankleidebereich. Wenn man dann nach links guckt, sieht man unser Schlafzimmer. Mhm. Und wenn man sich nach rechts dreht, ist das unser Badezimmer. Ich finde das eigentlich ganz geil gemacht. Man kann die Zimmer auch jeweils nochmal mit einer Schiebetür zumachen, aber sonst hat man einfach hier so einen offenen Elternbereich. Das ist meine Schrankseite. Mhm. Hier haben wir dann auch wieder aus Beton. Ich habe ja gesagt, das findet sich überall im Haus wieder, so eine coole Bank. Und dann kann man hier auf die andere Seite gehen. Ich komme jetzt einfach mal ganz frech von der anderen Seite, dann ist das Licht auch ein bisschen besser. Man kann hier nämlich auch einmal rumgehen von der anderen Seite. Genau, hier haben wir auf beiden Seiten Schränke. Das ist Julians Kleiderschrank. Und diese Seite hier nutzen wir aktuell hauptsächlich für Schuhe. Dann können wir ins Schlafzimmer wandern, oder? Sehr gerne. Jetzt wahrscheinlich wieder gegen das Licht gefilmt. Leute, wir sind absolute Roomtour-Profis. Ein schöner, gemütlicher Raum, wie ich finde. Und hier findet ihr nämlich den gleichen Stoff wieder, wie die Couch hat. Ja, das ist unser Bett. Das haben wir uns damals
auch so halb anfertigen oder ändern lassen, weil ich unbedingt, ich habe wirklich mein ganzes Leben lang davon geträumt, so ein riesengroßes Kopfteil zu haben. Und den Traum, den haben wir uns jetzt hier in dem Haus ermöglicht. Und ich finde, das macht einfach was ganz Gemütliches. Und dann braucht man halt auch keine Bilder hier über dem Bett oder so, sondern für mich ist das Deko-Element genug. Auch, dass hier diese Nachtkommoden auch mit diesem Stoff überzogen sind. Ja, dass das alles so ein einheitliches Bild ergibt. Übrigens haben wir nur noch einen Nachttisch hier, eine Nachttischlampe, weil der Leo die andere kaputt gemacht hat. Er hat die einfach morgens runtergeworfen. Und hier hat sich der Julian auch einen kleinen Traum ermöglicht. Er hat es, glaube ich, irgendwo bei einer Roomtour. Ich glaube, bei Zed. Ja, und wir hatten das auch Haus. Mal in Amerika in ein paar Hotelzimmern, und zwar... Du hast die falsche Seite gedrückt, elektrische Vorhänge, die halt per Knopfdruck auf und zu fahren. Das finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem, die sind halt komplett abdunkelnd, ne? Ja. Die haben wir in den Kinderzimmern übrigens auch. Also vielleicht habt ihr da auch eben Vorhänge gesehen. Ja, hier haben wir noch den Fernseher. Den kann man dann hier komplett so zum Bett zum Beispiel drehen. Okay, und jetzt können wir... Achso, guck mal, hier sehe ich auch gerade. Dann haben wir hier auch wieder so einen riesengroßen Spiegel in der Ankleide. Kann dann sein Outfit abchecken. Mega. So, und wir tauschen jetzt mal die Seiten, weil hier kommen wir jetzt in unser Badezimmer. Mhm. Da haben wir eine ganz große offene Dusche. Mach mal an, zeig mal, dass die auch geht. Nee? Hier darf natürlich Bilou nicht fehlen. Nein, natürlich nicht. Ja, hier haben wir eine freistehende Badewanne. Ihr denkt euch jetzt vielleicht vor, hier kann euch ja vielleicht jemand reingucken. Aber diese Gitter, die sind auch gleichzeitig ein Sichtschutz. Also man kann von draußen eigentlich nicht wirklich hier reingucken. Und außerdem haben wir uns dann zusätzlich noch so Außen-Rev-Stores anbringen lassen. Die sind auch unten im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, hat man die gesehen. Die waren, glaube ich, so halb runtergefahren. Ne? Du hast übrigens vergessen, die Toilette zu zeigen. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut. Da kann man dann auch ab und zu mal den Julian einsperren, wenn er einem auf den Sack geht. Dann haben wir hier auf der Seite unser Doppelwaschbecken. Das ist meine Seite hier und das ist Julians Seite. Übrigens fällt mir gerade auf, ich filme die ganze Zeit immer dich und dadurch sieht man diese ganzen schönen Deckenbeleuchtungen gar nicht. Die Decken sind über dem Haus 3 Meter hoch und die Bibi ist 1,50 Meter. Das heißt, wir haben 2 Bibis aufeinander und darum seht ihr nie die Decken, okay? So, dann gehen wir weiter. Jetzt machen wir die Tür wieder auf und gehen wieder in den Flur zurück. Denn wir haben noch eine Etage. Das heißt, wir wandern nochmal hoch und danach geht's in den Keller. Baby-Gitterschutz. Hallo! Und hier haben wir wieder genauso wie hier unten die Etagen auch. Im Flur einen großen Einbauschrank. Und hier ist tatsächlich noch ein bisschen Platz teilweise drin. Ne? Ich hätte niemals in meinem Leben beim Einzug gedacht, dass wir diesen Platz brauchen. Ja, und auch der Flur ist wieder relativ gleich wie unten aufgebaut. Hier haben wir jetzt wieder ein Badezimmer. Das ist das Gästebadezimmer. Auch hier haben wir jetzt die wunderschönen Vorhänge mal zugezogen. Und das sieht eigentlich exakt aus wie das Kinderbadezimmer. Unten, exakt, ne? Gleich. Dusche. Genau. Toilette, Badewanne. Das ist übrigens Monas Zahnbürste. Stimmt. Genau. Und hier haben wir jetzt auch einen sehr provisorischen Bereich, der eigentlich nicht so bleiben soll. Und zwar sind das Julians Geckos. Wir haben den Gecko-Schrank damals hier hochgebracht. Der stand im Zimmer, wo jetzt Leos Kinderzimmer ist. Ja, da müssen wir noch irgendeine andere Lösung für finden. Die stehen jetzt erstmal hier. Das ist unser Gästezimmer. So. Hier haben wir uns für ein Beige entschieden, weil wir nämlich ein graues Bett hier hingestellt haben. Ein schönes Bett. Dann hier wieder einen Einbauschrank, einen großen. Und hier versteckt sich unter anderem dann nämlich auch zum Beispiel der Fernseher. Es ist so geil, es ist einfach alles versteckt in diesem Raum. Es kann gar keine Unordnung geben. Das stimmt. Es hat echt so Hotelzimmer-Vibes, ne? Ja, das wollten wir auch irgendwie versuchen zu gestalten. Gefällt mir echt sehr, sehr gut, das Zimmer. Ja, hier haben wir einfach so eine kleine Deko-Ecke, so ein Beistellglastisch und hier dann noch so ein Sessel mit einer kleinen Pflanze, wo man sich hinschillen kann. So, und jetzt können wir nämlich gegenüber ins Zimmer wandern. Und das ist unser Fitnessstudio. Auch wieder mit diesen großen Fensterfronten. Ich wollte euch eigentlich gerade von der Dachterrasse erzählen. Ach so, sorry. Aber das machen wir dann gleich. Genau, hier ist unser Fitnessraum, da hat der Kenny, Freund und Personal Trainer, uns geholfen, das Ganze ein bisschen einzurichten. Hier haben wir einmal so ein riesengroßes Gerät, wo man alles mögliche an Übungen machen kann. Das nutzt hauptsächlich der Julian. Und hier haben wir unsere wunderschöne Hantelbank. Das nutzt hauptsächlich die Bianca. Kommt dieses Gewicht hier unten zum Einsatz. 30 Kilo, ja. Genau, ach so, mit der Seite sind wir absolut noch nicht zufrieden. Ja. Das ist echt noch so ein offenes Bauprojekt. Wir würden das gerne
rausreißen. Und dann, ich denke mal, ein so ein Schrankelement würde vollkommen ausreichen, um diese ganzen Kleinigkeiten drin zu verstauen. Und dann würden wir gerne hier so einen offenen Glaskühlschrank, so einen Getränkekühlschrank, wie man das so aus dem Kiosk oder so kennt, hinbauen. Dann vielleicht irgendwie so eine kleine Sitzbank noch hin. Oder ich kam gestern spontan auf die Idee, vielleicht für die Kinder hier so eine Sprossenwand oder irgendwie sowas hinzumachen. Was ist denn eine Sprossenwand? So zum Klettern? Okay. Die Spiegel hier hoch zu bekommen, das war eine Meisterleistung. Genau, und jetzt können wir raus auf unsere Dachterrasse gehen. Ganz kurz gegen das Licht, danach drehen wir uns wieder um. Ja, hier haben wir unsere Tischtennisplatte hingestellt. Komm, schnell eine Runde. Okay, warte. Oh Gott, wie soll ich jetzt starten mit einer Hand? Und was ich besonders schön hier oben finde, ist, dass wir komplett einmal umhüllt von diesen Eisenvorhängen sind, die auch sonst an den Fenstern überall vorhängen. Und das heißt, man ist so irgendwie privat und hat irgendwie so einen blickgeschützten Raum. Aber trotzdem so im Freien, genau, ne? Genau, hier oben hin ist halt alles auf und man kann die Sonne genießen. Da haben wir hier so eine Lounge uns geholt, wo man dann hier einfach oben auch nochmal die Möglichkeit hat, sich ganz gemütlich hinzuchillen und Zeit zu verbringen. Schön, ne? Das war jetzt unser Erdgeschoss, unsere erste und zweite Etage und dann fehlt jetzt noch der Keller, ne? Genau. Ja, jetzt sind wir wieder hier im Erdgeschoss angekommen und jetzt gehen wir hier den Flur mal rum. Ach übrigens, das hat man eben noch gar nicht gesehen. Oh, stimmt. Hier haben wir so eine Wickelkommode uns noch hingestellt, damit wir nicht jedes Mal hochrennen müssen. Jetzt können wir hier in den Keller gehen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgelegt. Hinter mir befindet sich eine Tür. Super unnötig. Da werden wir nicht reingehen. Das ist einfach nur ein Technikraum, wo alles drin verstaut ist, nichts Sehenswertes. Und jetzt können wir hier wieder auf die andere Seite in den Flurbereich gehen. Und hier sieht man wieder die Einbauschränke. Die sind hier im Keller ein bisschen kleiner gehalten. Aber hier haben wir, wie gesagt, auch ganz viel Stauraum. Hier, ich kann euch das auch mal aufmachen. Hier auf der Seite haben wir den Platz zum Beispiel genutzt, um ganz viele Getränke zu lagern. Überall haben wir hier diese Getränkedinger eingebaut. Finde ich ganz praktisch. Und auf der anderen Seite ist unter anderem zum Beispiel ganz viel Videomaterial. Und was befindet sich hinter diesem Raum, Bianca? Dieses Zimmer haben wir euch noch nie gezeigt. Das ist jetzt eine absolute Premiere. Soll ich die Tür ausmachen? Ja, geh rein. Tada! Hier haben wir uns einen Traum wahr werden lassen. Und zwar haben wir uns eine Bar und einen Billardtisch hier einbauen lassen. Moment, ich drehe mich mal. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Wir haben die mit einem Schreiner komplett anfertigen lassen. Das war so spannend. Wer hat uns das vor unseren Augen aufgezeichnet? Ja. Wir haben gesagt, das wollen wir anders. Die haben uns das aus Pappe alles aufgebaut. Und das ist so cool, wenn man sowas selber baut. Da kommen die mit den Materialien, dann kann man fühlen, weil vielleicht seht ihr, also ich kann ja mal kurz auf so ein paar Einzelheiten eingehen. Wir haben zum Beispiel hier, haben wir so ein Kunstlederelement hinbauen lassen, was sich dann hier zum Beispiel an den Schubladen oben widerspiegelt. Das fand ich ganz cool, mit so Materialien zu spielen. Die Arbeitsplatte ist, das ist Glas, glaube ich, ne? Das ist aus Glas und das hat so eine gebrochene Optik. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Zum Beispiel einmal komplett hinter dem Spiegel oder hier und auch hier in der Bar, in der Theke haben wir auch dieses indirekte Licht. Und man kann das jetzt auch komplett dimmen und man kann auch die Farbe ändern und so. Also hier ist, glaube ich, alles drin, was man für so eine Bar braucht. Julian ist immer, wir waren ja sehr viel in Bars unterwegs und in Restaurants und in Cafés und so. Und der Juli ist immer fleißig die ganzen Getränkekarten lang gegangen, hat sich mit den Barkeepern unterhalten. Das ist echt eine große Leidenschaft von Julian geworden, Cocktails mixen, sich da auch auszuprobieren, eigene Rezepte zu kreieren und so. So, und hier haben wir, vielleicht habt ihr gesehen, wir haben oben keine Eiswürfelmaschine und hier haben wir das jetzt in die Bar setzen lassen. Hier müsste auch irgendwo so eine Schaufel sein. Hier. Sehr cool. Ja, dann kann man hier das Billardlicht natürlich anmachen. Komm, schieß mal an, Bianca. Zeig mal, dass du es auch kannst und nicht wie bei Tischtennis eben so voll daneben schlägst. Also ich würde behaupten, ich kann besser Tischtennis spielen, als ich Billard spielen kann. Jetzt bin ich unter Druck. Komm. Da ist doch sogar eine reingegangen. Meine Herren! Zwei sind reingegangen. Achso, und hier haben wir noch, das haben wir glaube ich gar nicht gezeigt, ne? Hier haben wir noch so eine kleine Arbeitsfläche, wo man ein paar Sachen verstauen kann. Ja, hier auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das jetzt so von oben nach unten filmen kannst, haben wir uns noch so zwei Sitzbänke hingemacht, damit wir einfach hier doch die Möglichkeit haben, dass mehr Leute sich hinsetzen können.
Licht aus. So, jetzt habt ihr endlich unseren Geheimraum hier im Haus gesehen. Ja, aber wir haben noch was hier im Keller, ne? Ja, ne? Ich kann jetzt nochmal diesen Raum verlassen. Okay, und jetzt können wir nämlich hier den Flur nochmal in die Richtung lang gehen. Da haben wir jetzt hier so eine kleine Nische, das ist der Waschbereich. Und auf der Seite, keine Ahnung, warum die Tür jetzt schon auf ist, aber auf der Seite haben wir auch nochmal ein kleines WC, Toilette und Waschbecken. Und hier kommen wir jetzt in unsere Wellness-Oase. Ja, ich weiß nicht, soll ich die Tür, ich lasse die Tür mal auf. Das haben wir euch ja auch eigentlich schon mal gezeigt. Das ist unser Poolraum. Ja, hier ist unsere Sauna. Mega. Jetzt, wenn du schon so rumstehst, ihr seht, wir haben ja auch, obwohl wir im Keller sind, ein großes Fenster mit Tageslicht. Das finde ich auch richtig schön. Und man kann es auch komplett öffnen. Ah, jetzt ist endlich das Licht. Jetzt hat man nicht. Ja, das geht immer aus und an, das ist so automatisch eingestellt. Genau, das heißt, wir haben Tageslicht hier im Keller und können hier auch frische Luft reinlassen. Und hier noch eine große offene Dusche. Braucht man natürlich auch, wenn man in den Pool geht. Und dann steht natürlich auch genug. Ja, aber also ja, klar doch. Und da hier haben wir so eine große Sitzlounge, wo man sich dann auch einfach hinschillen kann. Es ist auf jeden Fall krass, wie schnell Freunde sich plötzlich hier so eine Badehose hinlegen. Ich glaube, die ist vom Kenny. Die da drunter ist, glaube ich, von Pascal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das geht ziemlich ratzfatz. Da liegen hier die Badehosen. Ja, ist jetzt die Frage. Wir haben alles gezeigt, oder? Ja. Was ich persönlich halt richtig cool finde oder was mir am besten gefällt, ist es halt so diese Kombi aus Bar und Pool. Dass man so mit dem Cocktail mal eben rüber kann oder hier auch mit diesem Getränkeding. Es ist schon ein Traum. Wir sind sehr, sehr glücklich in diesem Haus. Wir haben wirklich, bevor wir umgezogen sind, ganz, ganz, ganz lange gesucht nach dem Haus und hätten niemals gedacht, dass wir so glücklich irgendwann dann mal sind und was finden, was uns einfach so zusagt und so viele Träume wahr werden lässt. Und wir sind sehr dankbar auch dafür, dass wir das alles haben und wissen das wirklich sehr zu schätzen. Das stimmt. Das wollte ich vielleicht zum Abschluss nochmal sagen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, das wissen wir alles und sind überglücklich, dass wir auch durch dieses Haus die Möglichkeit haben, unsere Familie oft zusammenzubringen. Das hat man oder hatten wir vorher auch nicht so oft. Man trifft sich halt auch einfach viel öfter. Ne? Ja. Wir haben uns oft früher gar nicht so oft mit der Familie getroffen oder halt nicht so regelmäßig wie jetzt. Und jetzt ruft man so beide Familien einfach zusammen. Ja. Und dann. Ja, das vielleicht zum Abschluss. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, euch zu zeigen. Wir waren auf jeden Fall in jedem Raum und jetzt wisst ihr auch mal, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, weil auch so, die Poolabdeckung kannst du noch zeigen, ne? Stimmt, ja. Die kann man auch Falls ihr euch fragt wegen Kindersicherung oder so, wir können das abdecken und dann kann da auch keiner reinplumpsen. Ich würde sagen, ne, wenn euch die Room schon gefallen hat und ihr euch darauf gefreut habt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls wir jetzt irgendwas vergessen haben zu erzählen oder zu erwähnen oder zu zeigen, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich glaube nicht. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Wir freuen uns, dass wir jetzt alles mit euch teilen konnten. Und jetzt können wir auch zum Beispiel im Barbereich ein bisschen offener auch auf Insta-Story filmen und so. Ne? Wenn ihr wüsstet, wie oft ich mir da einen Cocktail zauber habe, oder? Ist klar. Jetzt schaltet gerne bei Julians Video vorbei. Das ist wie immer der allererste Link in der Infobox. Das war's. Ja, und der schiebt einfach den Ball weg. Tschüss!